Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Ich heiße Axel Rotter und bin 34 Jahre alt. Was machst du? Ich bin Softwarearchitekt und arbeite bei der Grenke, ein Finanzdienstleister. Dort beteilige ich mich hauptsächlich an zwei Teams. Ein 10-köpfiges Softwarearchitektur-Team, das aus 5 Softwarearchitekten und 5 Lead-Developern besteht, und einem 10-köpfigen Entwicklungsteam, das sich um 1 oder mehr Bounded-Kontexte kümmert. Wir entwickeln Inhouse-Software und sind keine Software-Dienstleister. Und wir arbeiten mit Technologien wie .NET, Domain-Driven Design, Self-Contained Systems und Event-Driven Architecture. Meine Aufgaben sehen wie folgt aus. Im Grunde genommen helfe ich meinen Kunden, fachliche Anforderungen in technische Anforderungen zu übersetzen, und daraus entstehen dann Architekturentscheidungen, die sich dann in dem System reflektieren. Da die Architektur vor kurzem erneuert wurde, war ich für die Konzeption der Architektur nicht dabei. In diesem Zustand der Architektur ist es meine Aufgabe, stakeholdergerecht das Design und die Entscheidungen zu vermitteln. Bei neuen Anforderungen identifiziere ich, welche architektonisch relevant sind, und stelle sicher, dass unsere Entscheidungen und Designphilosophien eingehalten und erweitert werden. Wir dokumentieren bestehende und Zielarchitektur, indem wir mit einem Standardformat die technische Zusammensetzung der bestehenden Systeme darstellen und pflegen. Auch Governance ist wichtig in der Architektur. Und dort decken wir architektonischen Zerfall auf durch kontinuierliche Beobachtung oder Fehlermeldungen des Teams oder des Fachs. Und so werden neue Projekte angestoßen, um die Architektur evolutionär zu verbessern. Also nach und nach. Wie bist du dahin gekommen? Ich habe mich zum Full-Stack-Entwickler entwickelt und habe Architekturen von Kursen für RESTful APIs und Frontends gelernt. Und es war zutiefst befriedigend für mich zu verstehen, wieso diese Designentscheidungen getroffen wurden und welche Trade-offs man dadurch haben würde. Zu dieser Zeit dachte ich noch, dass es eine Kombination aus Pattern und Strukturen gab, die die Silver Bullet Architektur darstellen würde. Also eine Architektur, die für immer halten würde und für jeden Use Case. Bei der zweiten Firma, bei der ich gearbeitet habe, habe ich aus eigenem Interesse immer weiter nach neuen Strukturen recherchiert und wenn möglich in meinen Code eingesetzt. Zum Beispiel die Clean Architecture von Jason Taylor. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu seinem GitHub. Dort habe ich mir Domain-Driven Design, CQRS, Event Storming und den Umgang mit Azure beigebracht. Hier war die Zeit, an der ich realisierte, wie wertvoll es ist, sich nach der Fachlichkeit zu orientieren und dass Softwareentwicklung nicht nur technisch ist. Parallel dazu habe ich mit meinen Freunden neue Projekte angestoßen, um umfangreiche Architekturen auszuprobieren, wie der modulare Monolith von Camille Crisbeck. Den Link zu seinem Domain-Driven Design modularen Monolithen findet ihr auch in der Videobeschreibung, falls es euch interessiert. Mich faszinierte dabei der Gedanke, mit einem kleinen Team eine entkoppelte Architektur zu entwickeln und die Möglichkeit zu schaffen, in Zukunft die Module rausnehmen zu können. Es war um diese Zeit, als ich das erste Buch über Softwarearchitektur von Mark Richards durchgelesen habe und verstand, dass in dem Buch genau die Arbeit beschrieben wurde, die mir die ganze Zeit so Spaß gemacht hatte. Also habe ich mich zum Softwarearchitekten beworben und viel Zeit investiert, weiterzulernen und auszuprobieren. Jetzt bin ich Softwarearchitekt bei der Grenke. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Ich hatte in der Schule für 6 Monate einen IT-Lehrer, der uns die Grundlagen von HTML gezeigt hat. Bis dahin hatten wir nie Kontakt zu, wenn man es so nennen darf, Programmierung. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich für 12 Stunden am Stück konzentriert einem Projekt gewidmet habe. Ich habe in Mexiko gelebt und meine Familie litt unter finanziellen Problemen. Ich konnte mein Studium in der Finanzverwaltung nicht weitermachen, da die Universitäten dort sehr teuer sind. Als ich mich an meine Schulzeit und meinen IT-Lehrer erinnert habe, bewarb ich mich in Deutschland bei 142 Firmen, weil ich mich an dieses Flow
Gefühl erinnert hatte und das nochmal haben wollen würde, wenigstens im Beruf. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Softwarearchitektur spielt tatsächlich eine Hauptrolle, da ich mich mit dem Thema zu 80% meiner Arbeitszeit auseinandersetzen darf. Jeden Tag verbessere ich meinen Architektur-Workflow, da ich mich mit Projekten auseinandersetzen, die der Verbesserung der Architektur dienen. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Der witzigste war auf jeden Fall, als ich für 2 Monate bei einer Firma eingestellt wurde, wo die Entwickler ein Framework benutzen wollten, das für den Use Case nicht geeignet war. Es heißt oder hieß DevExpress XAF und dort schreibt man Controller-Methoden und die Oberfläche und die Datenbank werden automatisch generiert. Ich habe in den 2 Monaten tiefgründige PowerPoint-Präsentationen gemacht mit der Analyse der Use Cases, Vorschläge, welche Architektur in Frage kommen könnte und sogar das Totschlagargument, dass XAF nur für 60 User gleichzeitig gedacht war, obwohl 3000 User die Software benutzen sollten. Daraufhin hat sich die Firma entschieden, dass sie meine Vorschläge nicht befolgen wollten. Und wir haben entschieden, unsere separaten Wege zu gehen. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Also ich würde sagen, auf jeden Fall Introspektion. Bei Architekturentscheidungen ist es wichtig, pragmatisch zu bleiben. Unter pragmatischen Entscheidungen verstehe ich Entscheidungen, die die Kosten minimieren. Beispiele für Kostenminimierung sind Overengineering, weil eine funktionale Anforderung überschätzt wurde oder man unbedingt eine neue Technologie ausprobieren wollte. Diesen Fehler habe ich auch in der Vergangenheit gemacht und tue ich immer weniger in Zukunft. Unter Introspektion verstehe ich auf der anderen Seite, dass ich selbstreflektierend bin. Das heißt, die Fähigkeit, meine Emotionen und Gedanken zu beschreiben und einzuschätzen, mich selber besser kennenzulernen. Und wenn man die beiden zusammenbringt, habe ich in meinem Berufsleben gemerkt, dass mein emotionaler Zustand einen großen Einfluss auf meine Entscheidungen hat. In der Vergangenheit habe ich bei persönlichen Projekten immer überschätzt, wie viel Zukunftssicherheit wir bei dem Projekt gebraucht haben. Die daraus entstehenden Designs waren so komplex, dass sie den Umfang gesprengt haben. Wäre ich introspektiver gewesen, hätte ich eine pragmatischere Lösung designt. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Wie Eberhard in einem Podcast erwähnt hat, liegt es nicht in seiner Expertise, die Fachabteilung beraten zu können, wenn es um Standardsoftware geht. Dieselbe Einschränkung sehe ich in meinem Beruf. Ich würde gerne genug Zeit haben, diese Option auszuwerten und gegen Selbstentwicklung gegenüberstellen zu können. Jedoch reicht die Zeit realistisch nicht dafür aus, in beiden Bereichen genug Expertise aufzubauen, um das in den Arbeitstag unterzubringen oder einen Mehrwert leisten zu können. 3 Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Der erste Ratschlag ist, mentale Gesundheit geht vor. Wenn die mentale Gesundheit stimmt, dann findet sich der Rest von alleine. Der zweite Ratschlag ist, dass alles, was man lernt, angewendet werden muss. Dazu zählt nicht, in einem Kurs mitzucoden. Es muss ein eigenes kleines Projekt sein, weil nur durch die unvorhersehbaren Herausforderungen, die man durch die Anwendung von Gelernten trifft, bleiben die Konzepte langfristig bei dir. Der dritte Ratschlag ist, sei die dümmste Person im Raum. In anderen Worten, umgebe dich mit Kollegen, die mehr Ahnung haben als du, damit du immer was dazu lernen kannst. Und viertens, man muss nicht alles wissen, um ein guter Softwarearchitekt zu sein. Es ist prinzipiell nur notwendig, das analytische und strukturierte Vorgehen zu üben. So kann mit genügend Zeit jedes Thema mit einem Mehrwert für die Kunden erarbeitet werden. Wie ihr das analytische Vorgehen lernen könnt, steht in der nächsten Frage. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Wenn ihr interessiert seid, Softwarearchitekten zu werden, kann ich euch verschiedene Wege empfehlen. Versucht in eurer Entwicklungsarbeit die analytische und Kommunikationsfähigkeiten eines Softwarearchitekten zu üben. Ihr könnt klein anfangen, indem ihr ein ADR, auch als Architekturentscheidungsdokument oder Architecture Decision Record bekannt,
schreibt. Dann präsentiert ihr dieses Dokument im Team und trifft eine Entscheidung. So wird ADR um ADR eure implizite Architektur zu einer expliziten, falls ihr keine explizite Architektur habt natürlich. Ihr begründet, wieso eure Architektur so aussieht, wie sie aussieht und könnt später reingucken, ob eure Annahmen und erhofften Resultate erreicht wurden. In der Videobeschreibung gibt es auch noch einen Link zu Architecture Decision Records und wie man die schreibt von Mark Richards. Ansonsten könnt ihr auf YouTube auch immer suchen. Der zweite Ratschlag ist, organisiert in euren Unternehmen Architekturkatas. Als großes Bonus wäre es ratsam, Teil des designten Systems umzusetzen. Die Designs umzusetzen hilft euch, aufzudecken, wie viel Arbeit hinter jeder Architekturentscheidung steckt. Ich habe daraus gelernt, dass das Vermeiden von Komplexität, wo immer möglich, favorisiert werden soll. In der Videobeschreibung findet ihr auch eine GitHub-Seite, wo Architekturkatas aufgelistet sind und die könnt ihr euch einzeln durchlesen. Zuletzt möchte ich noch mitgeben, dass sich jeder eine Stunde aus seiner Arbeitszeit nehmen sollte, etwas zu lernen und danach umzusetzen. Es ist egal, wie viel Arbeitslast es gibt oder bei welcher Firma man arbeitet. Eine Stunde am Tag lernen bringt nicht nur dir, sondern der Firma, für die du arbeitest, einen großen Mehrwert. Also räum dir auf jeden Fall diese Zeit ein. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Ich mache gerne Sport, gehe bouldern und wandern. Und außerdem, wenn das Wetter es erlaubt, treffe ich mich gerne mit meinen Freunden und Freundinnen am See. Und ja, dort chillen wir einfach. Erstens möchte ich mich bedanken, dass ich hier mitmachen durfte. Ich wünsche, ich hätte diese Ressource entdeckt, als ich angefangen habe mit Softwarearchitektur. Ich hoffe, dass dieses Video euch einen Einblick gegeben hat auf meine Arbeit und dass die Einstiegsbarriere nicht so hoch ist, wie man sich das immer vorstellt und dass die Links in der Videobeschreibung euch einen guten Ansatzpunkt gibt, um anzufangen, in diesen Beruf reinzuwachsen. Nochmals vielen Dank und danke für eure Aufmerksamkeit.